Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Tag den neuen Fortnite-Shop. Der kommt auch schon in wenigen Sekunden, also heute wieder eine Live-Reaction. Außerdem, falls ihr neu hier seid und noch kein Abo da gelassen habt, dann solltet ihr das jetzt noch schnell tun und aktiviert auch unbedingt die kleine Glocke unten, denn dann bekommt ihr immer morgens eine Benachrichtigung. Das heißt also, falls ihr immer wissen wollt, was so Neues im Shop drin ist, was so für neue Skins kommen, einfach kurz runterscrollen und die Glocke aktivieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, in wenigen Sekunden updatet sich jetzt auch schon der Fortnite-Shop. Mal schauen, was wir heute reinbekommen und okay, neue Hacke noch drin, Sternenstab, schaut schon mal ganz cool aus auf Anhieb, ansonsten der Power-Cord-Skin ist wieder da, boah, ist der überbelichtet, ey, what the fuck, war der schon immer so hell? Die ist ja richtig bleich, ja, also der Power-Cord-Skin mit der Gitarre ist heute wieder da, Anarchie-Hacke, diesem coolen Sound und der Stage-Dive-Gleiter. Das ganze Set ist wieder zurück. Dann haben wir noch diese Jägerskins drin. Das ist einmal der weibliche Skin mit diesem dreieckigen Schild und dann noch den männlichen mit dem runden Schild. Ich habe mir jetzt persönlich nur den weiblichen geholt. Ich glaube, die Hacke wollte ich mir eigentlich auch mal holen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht tue ich mir die mal heute im Laufe des Tages. Schauen wir mal. Dann haben wir noch weiterhin das Wildcard-Set drin. Also diesen Wildcard-Skin hier mit seinem Aktenkoffer. Und dazu den Panzerknacker für 800 V-Bucks. Ich glaube, das Event ist ja jetzt auch zu Ende. Oh, wir haben noch eine dritte Sache drin. Stimmt, die Lackierung, die ist ja neu rausgekommen. Sind heute wieder drin. Ist ganz in Ordnung. Also den Wildcard-Skin kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der Rest, ja, ist okay, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt aber schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch hier die Daily Shop-Serie gefällt, lasst mir gerne mal schnell einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und im ersten Slot haben wir dann den Rebellen drin. Der Skin an sich ist, finde ich, nicht so heftig. Was ich auf jeden Fall ziemlich cool finde, ist aber der Backpack mit diesem Baseballschläger dran. Das schaut auf vielen Skins richtig nice aus. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Der Skin, den würde ich auch nur alleine wegen dem Backpack holen. Also allein der Backpack ist das auf jeden Fall wert. Dann haben wir noch das Flutterfee drin, so ein derpiger Gleiter für 800 V-Bucks. Sieht halt richtig skurril aus. Dann noch den Grillgeneral für 800 V-Bucks ebenfalls. Passt ja ziemlich gut zu diesen ganzen Burgerbrate-Sachen, also zu diesem Pfannenwender und so da. Ja, passt ja auf jeden Fall ziemlich gut zu, wenn ihr die Sache gerne spielt. Dann haben wir noch den Saxophonisch. Emote drin. Ja, eine ziemlich coole Musik, also ich feiere die Melodie auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine neue Hacke drin, und zwar den Sternenstab für 800 V-Bucks. Schauen wir direkt mal, wie sie denn klingt. Okay, hört sich ganz cool an und sie hat auch einen ziemlich krassen Effekt, wie ich finde. Alter, das leuchtet mal richtig doll. Gefällt mir, also auch wenn es so ein bisschen auf Prinzessin-like gemacht ist mit diesem Pink, aber trotzdem eigentlich dieser Effekt ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich würde mir wünschen, dass es solche Lichtblitze hier auch auf anderen Hacken geben würde, wenn man damit schlägt. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache, so eine vielleicht böse aussehende Hacke, die dann so rot oder gold leuchtet. Das könnte auf jeden Fall ziemlich nice sein. Ansonsten, ja, Hacke finde ich eigentlich ganz cool, Sound ist auch in Ordnung. Werde ich mir also hier direkt mal holen. Und dann würde ich sagen, kommen noch zum nächsten Slot, und zwar zum letzten Slot, wo wir mal wieder das Lufthorn drin haben. Ich feiere den Emote, ich mag den. Ich benutze den auch in letzter Zeit relativ gern, falls ihr mal in den Streams vorbeigeschaut habt. Kann man immer lustige Sachen mitmachen. Zum Beispiel, wenn ihr gerade in-game seid und mal wieder einer von euren Teamkollegen pennt, dann weckt ihr ihn halt einfach mal kurz damit ein bisschen auf, dass er hinne macht. Ist auf jeden Fall ein cooler Emote und für 200 V-Bucks ist das auf jeden Fall in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst ein Abo da und aktiviert schnell die Glocke. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und zum Abschluss, tragt mich natürlich gerne als Creator ein. Einfach hier Soxy in dieses Feld reinschreiben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Auf jeden Fall Ehre an jeden Einzelnen, der das macht. Vielen, vielen Dank für euren heftigen Support. Ich habe auch die Gewinnspielauflösung von gestern, also quasi von den 1000 V-Bucks, die ich ja nochmal dreimal verlost habe, schon in meine Instagram-Story gepackt. Also schaut dort mal rein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wahrscheinlich nachher zum nächsten Stream. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!